So, Portugal gegen Finnland. Wer war das nächste? Ich google nur noch geschwind was. Wäre nichts, Nick. Wer nichts, Nick. Wäre nichts, Nick, Okay. ja. Na gut, wer sitzt nicht so Ja, eh. wer nichts, Nick, ja. Gut, aber der, na gut, der ist aber auch schon 35. Tja. Aber spielt noch. Nee, aber den kann ich nicht von der Seite nehmen. Naja, der ist auch Stürmer. Oder Mittelfeldspieler. Achso, Stürmer. Ja gut, Mittelfeldspieler bin ich ja gut besetzt. Mittelfeld bin ich zufrieden. Da habe ich auch zwar noch Möglichkeiten, die ich testen könnte. Aber da bin ich mehr als zufrieden. Habe ich jetzt gesehen, zum Beispiel Fitz kann auf Seite oder Weimann kann auf Ja. Seite. Ja, Möglichkeiten gibt es viele. Aber ich sage ja, ich habe schon so viele Duos, weißt du, und ich, da geht es immer weiter runter dann. Ich habe jetzt auch quasi mit Krüll und dem keine Granaten auf den Seiten. Kann Sabitzer nicht auf Seite spielen? Glaube ich nicht, aber das ist mir in der Mitte zu wertvoll. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie. Ja, Finnland, kein leichtes Los hier jetzt gegen. Mein Name ist Wolfuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden Unverdient gegen gemeinsam das Bulgarien Spiel verloren. zu Hause kommentieren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Boah. Könnte eine packende Partie werden. Ich bin Cristiano Ronaldo mit dem Tor. Oh nein. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen. Brillanter Spieler. Und die Technik, die hat er natürlich auch. Jo, das ging schnell. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Cristiano Ronaldo. Mal treuen Zuschauern. Oder wo rennt der hin? Papa. Ist Portugal auch momentan das stärkste Team? Schätzungsweise auch schon nach der Weltmeisterschaft. Also Stand nach der Weltmeisterschaft. Und nicht Frankreich? Mann, fanden alle, Portugal ist das stärkste. Kann sich da nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Gehalten, macht er gut. Jetzt die Ecke. Von den Karten wird es ganz klar, Frankreich sein. Ja. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück Aber? vorbei. Was aber? Von woher sind sie dann stärkste? Spielerisch Achso. wurden sie von den Zuschauern eingeschätzt als stärkste Mannschaft. Achso, in echt jetzt? Ja, von Flo so. Wie gesagt, sie finden Portugal ist das stärkste Team von allen bis jetzt. Ja, und der beweist seine Klasse auch hier gerade wieder gegen die Finnen. Und die Finnen gehen da gerade ziemlich unter. Und jetzt gibt es Einwurf. Alter. Jetzt sind sie am Ball. João Felix. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal Ganz sein. wichtig inzwischen.
um die Ecke. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Jetzt ist Platz für den Konter. Da nein, wir suchen den. Alter, renn in den Spieler rein, das packe ich nicht, statt dass er außen vorbei rennt. Ja, too easy. Das stimmt. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Guter Pass. Mitleid, oder? Guter Pass. Wir waren auf die Ausbesuchsmaschine bei den Fehlern. Ein Pass mit viel Auge. Alter. Zählbares aus diesem Angriff mitzunehmen. Die Nutmegs haben in diesem Spiel öfter den Ball und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Schuss. War schon gegen Bulgarien aufgefallen, sehr zweikampfstark, die Finnen auf jeden Fall. Wer? Die Finnen. Nutzt halt doch nichts. Ja, wenn man es jetzt nutzt, dann nutzt es nichts, ja. Pepe geht dazwischen. Bis jetzt haben sie nicht viel vorgebracht. Cristiano Ronaldo. Oh, das könnte was werden. Er versucht es ganz frech per Eber. Kein Problem, den hat er. Den fangen sie ab. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Souverän gemacht vom Torwart. Robin Lutz. Gleich bekommen wir hier den Pausenpfiff. Die Gastgeber liegen zurzeit klar zurück. Deutlicher Rückstand. Ich verstehe nicht so richtig, was heute los ist mit denen. Sie finden nicht rein in diese Partie. Und ganz kurz. Sichere Parade. Ja, nimm's Zeichen dafür dann. Ja, so schlecht spielen sie denn eigentlich nicht. Nein, das ist voll auch gegen Bulgarien. Wir sind halt unverdient eigentlich verloren komplett. Bulgarien haben in 10 Minuten eigentlich das Spiel entschieden gehabt. Sind eigentlich 80 Minuten den Ball hinterher gelaufen. Kein guter Pass. Und hier auch ein sehr schwacher Start. Viel zu einfach gemacht, den Portugiesen. Ja, wir haben es ja gesehen. Die Bewegung zurück, aus dem Abseits raus. Das hat nicht ganz gereicht. War alles in allem ein eher misslungener. Da hat nicht viel gefehlt. Drüber. Jetzt spielen noch mehr die Finnen hier. Naja, kein guter Ball. Kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. João Cancelo. Ball jetzt bei Ricardo Pereira. Ja, da ist Platz für die Nachmärks. Also jetzt bringen sie die Flanke rein. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Oh, jetzt wollte ich da drüber gehen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Eine Minute gibt's oben drauf. Schöner Pass. Radetzky. Alter. Ja, aber Ivanov sehr auffällig. Nicht nur sein finnischer Name. Jetzt kommt die Ecke. Gehalten, stark gemacht. Jetzt passiert hier.
dreifach wechseln bei den Portugiesen. Die können schon testen. Oh, ich glaube, so jetzt ist die Pause vorbei, es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Hui! Parade von Radetzky! Hallo! Der Angriff damit beendet. Klasse Technik! Jetzt die Chance! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Kein Problem. Alexander Ring. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Oh, Alter. Nur noch der Torwart vor sich. So, da ist die Gefahr bereinigt. Das ist ja, da wird er ja vorgespielt, dass er von Aldo spielen muss. Das war natürlich gefährlich, aber ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Jetzt wollte ich einmal nicht auf Aldo spielen, sondern auf Cavaro. Mit der Ball abgefangen. Freistoß kommt rein. Da kann er erstmal So, der nächste Mann mit dem urfinnischen Namen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Rafa kann es über außen versuchen. Zug nach innen. Das ist ein Ball für Radetzky. Guter Pass. Boah. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. Bernardo Silva, Ricardo Pereira. Der Ball zu Cristiano Ronaldo. Super Volley, war technisch herausragend. Rafa. Stimmt eigentlich alles, es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Oh. Balleroberung, exzellentes Pressing. Er ist da hinten, der Keeper mit dem Ball. Ronaldo. Das könnte sein. Weiter Gefahr nach Radetzkys Abwehr. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Platz zum Kontern. Alter. Sie gehen dazwischen. Und wieder ist der Ball weg. Er lässt sein Gegenspieler stehen. Radetzky entscheidet das 1 gegen 1 für sich. Eine Riesenparade. Na, nur noch viel besser, was ich da mache. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Pass kommt nicht an. Alter. Das könnte was werden. Die Chance jetzt. Radetzky beim Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten. Eine kurze Ecke. Joao Cancelo. Die Flanke jetzt für Cristiano Ronaldo. Da kann er erstmal klären. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark. Immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Das muss er besser machen. Cristiano Ronaldo. Da kommt der Versuch. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Alexander Ring.
Das hat er geahnt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Bucki! Entschuldigung. Was zum? Das letzte Mal habe ich mich zusammengeschissen. Ja, was? Dass ich gleich auf Start gedrückt habe, oder Bucki ist da geschossen. Ah ja. Dann habe ich voll zusammengeschissen, oder was denn jetzt? Das ist alles da. Alter, das wird überhaupt nicht mehr gezeigt. Das will ich auch nicht mehr zeigen, wenn du den Start drückst. Dachte die Wiederholung zumindest. Na egal. Muss man so ausschneiden. Die Chance jetzt. Was für eine Aktion. Fast wäre daneben gesprungen, Alter. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ich habe viele Namen wieder gezeigt. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Macht das ganz sicher. Dass sie nicht zum, nur zum Abschießen da sind, dass die auch kicken können. Aber die müssen das noch ein bisschen ausrufen, dass sie da nicht so eine 10 Minuten Schlafphase haben. Oder wie es jetzt gegen Portugal war, 20 Minuten. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Ja, das hat ihnen einiges gekostet. Da ist die Chance. Ah, das wäre ein sehenswerter Treffer geworden. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Oh. Eins wird noch für die Seele gut tun bei den Finnen. Oh ja, da bleibt er da hängen. Schöne Aktion, Steilpass. Cristiano Ronaldo. Aber er spielt nicht absichtlich auf ihn, Alter. Aber es rennt nur einer mit. Wen soll ich dann spielen? Ecke kommt. Da bist du halt Ecki. Man of the Match. Auf finnischer Seite. Heute also eine Niederlage. Das ist bitter. Schauen Sie sich dieses Ergebnis an. Was für ein Finisher, Seite. Das müssen Sie jetzt erst Finisher! 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 Naja, das hat der Ronaldo gemacht, Alter, mit drei Tore. Ja, Potenzial ist da, wie gesagt, bei den Finnen.